herzlich willkommen zum Shooting heute mit Kevin Großkreuz. Er ist ab sofort unser neuer Shop-Botschafter. Und wir haben uns heute mal noch ein paar Fragen einfallen lassen. Ja, hi Kevin. Hi. Ich habe mir so überlegt, was könnte denn so für unsere Community wichtig sein, beziehungsweise was interessiert denn so die Leute? Und deswegen fange ich mal ganz vorne an. Du bist in Dortmund geboren, du bist hier aufgewachsen, du lebst nach wie vor hier in Dortmund, deine Kinder wachsen hier auf. Ja, was macht denn die Stadt für dich so besonders? Ja, weil die Menschen einfach offen und ehrlich sind, korrekt. Wir sind alles irgendwie ja, wie Kumpels und das ist nicht selbstverständlich, das ist einfach im Ruhrgebiet so. Und die Stadt ist cool, die Menschen mögen mich, ich mag die Menschen und deswegen werde ich hier nie wegziehen. Das ist sehr schön, ja. Also da spricht jemand aus der Seele. Ja, wie ist denn das für dich gewesen damals als kleiner Steppke? Ich habe so ein bisschen gelesen, du wolltest zu Borussia Dortmund? Wolltest du schon immer zu Borussia Dortmund da spielen? Auf jeden Fall. Ich stand mit 4 zum ersten Mal auf der Südtribüne und das war immer mein Traum, da im Stadion aufzulaufen. Ja, und den Traum durfte ich leben und das werde ich auch nie vergessen. Und das, wie ich gesagt habe, ist immer meine Heimat und wird auch immer so bleiben. Ja, sehr, sehr cool. ja, was macht denn aber diesen Verein für dich denn so aus? Also du sagst klar, es ist deine Heimat, aber was gibt's denn, was macht den Verein noch so besonders? Ja, das Stadion, die Fans, ist so laut und die stehen zum Verein, egal ob welche Zeiten. Und das ist das Wichtigste, die wollen Leidenschaft und ehrlichen Fußball sehen und deswegen, das macht den Verein aus. Ja, das fühlt man auf jeden Fall immer wieder, man hört es auch immer wieder. Also mit Borussia Dortmund hast du ja schon einige Titel so gesammelt. Welcher für dich ist denn der am meisten in Erinnerung bleibt? Ja, die erste Meisterschaft auf jeden Fall, weil keiner hat mit uns gerechnet, dass wir deutscher Meister werden, weil wir alle aus der zweiten Liga kamen, aus der eigenen Jugend, von den Amateuren und keiner hat damit gerechnet und dann wurde ich natürlich mit meiner Stadt, mit meinem Verein deutscher Meister und diese Meisterschaft, die erste, werde ich nie vergessen. Und als wir am Borsigplatz vorbeigefahren sind und 600.000 Menschen jubeln dir zu, das ist nicht selbstverständlich und ja, das wird immer in Erinnerung bleiben. Das ist ja schon immer gigantisch. Am Borsigplatz kommen ja dann auch nicht nur die aus Dortmund, da kommen die ja wirklich von überall und feiern euch. Ja, legendär daran ist ja auch deine Karl-Rasur auf dem Spielfeld von Philippe Santana. Ja, ich gehe mal davon aus, Friseur ist er nicht mehr geworden, was sah jetzt nicht so geil aus. Ja, aber wer durfte denn das Werk dann am Ende vollenden? Ne? Du hattest ja dann richtig Klatze danach. Ja, und dann haben wir das in der Kabine vollendet. In der Kabine? Ja, da hat noch jemand einen Rasierer dabei gehabt, weil auf dem Platz der ist kaputt gegangen und dann haben wir es. Achso, deswegen war das nur so halbfertig. Ja, genau. Okay, ja, es hatte, sah spektakulär aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, und war nicht so schön, ja. Würdest du denn auch sagen, weil du sagst ja auch, das ist so die Zeit, die du wirklich so gerne in Erinnerung behältst, ist dann auch tatsächlich so, dass du unter Klopp am liebsten gespielt hast? War das so dein Lieblingstrainer? Auf jeden Fall. Kloppo haben, glaube ich, alle, die da gespielt haben, viel zu verdanken. Der ist nicht nur ein Coach, der ist ein Freund geworden und wir haben immer noch guten Kontakt. Ich werde Ihnen immer dankbar sein und die Zeit, die wir zusammen erlebt haben, werden wir gemeinsam nie vergessen. Ja, unvergessen. Ne? Ich glaube, so geht es auch jedem BVB-Spieler, der damals mit vor dem TV oder im Stadion saß. Jetzt ist es so, man sieht dich ja immer mal wieder so bei Auswärtsspielen zwischen den Fans. Also ich habe dich schon ein paar Mal wieder erkannt und die Kamera geht dann immer direkt auf dich drauf. Oder auf der Südtribüne zwischen den Fans. Sag mal, wie empfindest du das? Also was ist das jetzt für ein Gefühl, vom Spielfeld auf die Südtribüne zwischen den Fans zu kommen? Also so diesen Unterschied davon. Ja, ich stand ja vorher auch auf der Tribüne und dann wurde ich Profi. Und ich habe immer gesagt, dass ich da zurückkehre, wo ich hergekommen bin. Und das tue ich jetzt auch. Da stehen viele Kumpels auf der Tribüne und mit denen bin ich gerne da zusammen und feuer die Mannschaft nach vorne. Und es ist immer wieder schön, weil vor allen Dingen die Menschen auf der Tribüne, wie die sich freuen. Und die geben auch das ein oder andere Bier aus. Und, aber es fliegt ja auch das ein oder andere Bier durch die Gegend. Das auch, aber jeder Fan kommt zu mir und sagt, darf ich dem Bier ausgeben? Und das ist schon Wahnsinn. Und wie ich gesagt habe, ich werde immer dankbar sein. Und mit welchem Pegel gehst du da aus dem Stadion nach dem Spiel? Manchmal wird es kritisch. Manchmal wird es kritisch, aber sonst geht es schon eigentlich. Ja, cool. Ja, mega. Ansonsten hast du ja nicht nur für den BVB gespielt, du hast ja auch Nationalmannschaft gespielt. Beim Weltmeistertitel. Ja, man munkelt ja, es gab da eine mega spektakuläre WM-Party bei euch. Weißt du nichts mehr davon? Die Party so hinter den Kulissen? Wer hat sich denn da am meisten daneben genommen? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warst du nicht dabei?
Oder nicht mehr so richtig? Ich war um 1 Uhr schon im Bett, muss ich ehrlich sagen. Wow, okay, ja, gut. Ich glaube, die ganze Anspannung und so, ne? Und 1-2 Bier zu viel getrunken. Okay. Und das in kürzester Zeit, dann war es Game Over. Ja. Okay, reden wir nicht weiter drüber. Also wir werden wahrscheinlich von Kevin Großkreuz nicht mehr erfahren, wer da am schlechtesten getanzt hat oder sich am meisten daneben genommen hat. Ja. Vielleicht warst du sie auch selber und keiner sagt es dir. Ja, und jetzt ist es auch so, dass du neben dem Platz bist du auf einmal Gastwirt geworden. Mhm. Also du hast 2 Restaurants mittlerweile aufgemacht. Wie ist denn dazu gekommen? Ja, durch einen Kollegen, der kam auf die Idee, der hat damit Erfahrung und hat mich gefragt, wie ich die Idee finde. Und ich habe gesagt, ja, können wir gerne machen. Und mittlerweile der erste Laden ist schon 7 Jahre auf. Und ist auch immer wieder schön, weil man da auch viele Fans trifft und ein bisschen plaudert. Und es läuft und es macht unheimlich viel Spaß. Ja, glaube ich dir. Ich habe mir da ein bisschen die Speisekarte angeguckt. Das ist dann schon so, dass du sagst, ja, muss zünftig sein und unsere Fans müssen gesättigt und ordentlich gesättigt ins Stadion gehen. Und ja, und so gehört sich das im Ruhrpott und das wollen die Menschen und deswegen passt das. Und jetzt musst du mir ein kleines Geheimnis verraten. Hast du dabei gelernt, Darts zu spielen in der Kneipe oder wie kam das zustande? Also kurz mal für die Auflösung, Kevin Großkreuz hat Anfang des Jahres beim Promi-Darts gewonnen. Ja, genau, mit Van Gerven und der hat mich auch einigermaßen ein bisschen gerettet ab und zu, ne, muss man auch sagen, aber ein bisschen kann ich das und das habe ich einfach gelernt, weil ich auch, man ist auch öfter in der Kneipe gewesen und da dartet man und deswegen hat man das nicht so verlernt. Ja, mega cool, auf jeden Fall. Schaut euch das unbedingt gerne mal an und ansonsten, ja, danke ich dir. Achso, ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die hat mir ein Kollege nämlich extra mitgegeben. Was sagst du denn so, was sind für dich die 3 Top-Fanszenen in Deutschland? Achtung, das ist eine, wie sagt man, eine... Jetzt fehlt mir das Wort, jetzt muss mir jemand helfen. Also eine Fangfrage, genau, du darfst nichts Falsches sagen. Ja, Dortmund, Frankfurt. Oh, jetzt und eine dritte. Köln. Warum? Mir blutet das Herz. Ich hätte dich als nächstes gefragt, wenn du endlich nach Dresden kommst. Ja, Dresden ist natürlich. Aber ich habe ja von der Bundesliga geredet, ne? Ich habe gesagt von Deutschland. Ach so, okay, ja. Aber alles gut. Aber Dresden natürlich auch. Ja, es gibt einen Podcast, da hast du darüber erzählt. Ja, und ich wurde da öfter schon eingeladen, da muss ich endlich mal hin. Und das werde ich auch irgendwann tun mit meinen Kindern. Sehr schön. Ja. Guckst dir an, Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann, wenn ihr noch mehr von Kevin Großkreuz hören oder sehen wollt oder wissen wollt, geht gerne auf sein Instagram-Profil oder bei uns auf der Landingpage. Da seht ihr alle Infos, welche Titel er so gewonnen hat. Und wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke auch.